Hallo, ihr lustigen Weltraumreisenden draußen und herzlich willkommen hier zurück auf Volt in Mass Effect Andromeda. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir konnten von Volt weg und deswegen reisen wir jetzt wieder nach Volt. Allerdings nur, um nochmal eine Nebenmission ganz, ganz kurz zu machen. Und dann werden wir weitergehen und den Cat persönlich auf den Zahn fühlen. Aber zunächst einmal landen wir hier wieder. Und ich habe jetzt richtig viel Bewaffnung dabei. Ich habe jetzt 4 verschiedene Waffengattungen dabei. Scharfschützengewehr, Schrotflinte, Dan 5 Pistole. Wir haben jetzt ja die das... Stellen Sie sich mal vor, Sie wären hier draußen stationiert. Das muss schrecklich einsam sein. Die Rebellenrüstung. Wir haben... Also, ich zeige es euch mal ganz, ganz kurz mal. Das ist jetzt hier unsere normale Pistole, die Carnifex. Dann haben wir jetzt diese Venk... Oh, krass. Das ist das... Okay, das ist... Sieht immer Salven ab und wird auch richtig heiß dabei, so wie es aussieht. Dann haben wir hier das Scharfschützengewehr. Und das hier. Ah, das kann, ich kann jetzt hier tatsächlich aufladen. Und dann entsprechende Schüsse abfeuern. So, wir tun uns erstmal nochmal hier mit Munition ausstatten. Wir haben auch mehr Munition jetzt dabei. Ah, das war mal. Ach, das überhitzt dann einfach und... Ah, das ist ja mal interessant. Das schert das Teil gar nicht. Finde ich cool. So, wo müssen wir hin? Wir müssen irgendwie hier hin, um das zu machen. Gut, dann kürzen wir ab. Und ich bin aber gespannt jetzt, wie diese Bewaffnung sich macht. Jetzt bin ich nicht unbedingt der Freund von Sturmgewehren mit, wie heißt's? Was? Neues Upgrade im Nomad installiert. Defensive Verstärkung und Drehmomentgedöns. So, wir fahren es. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, ja, ja. Oh, ja, Drehmomentsverstärkung. Wir müssen, glaube ich, diesen Planeten echt auch mal... Keine Sorgen. Also eigentlich müssen wir das jetzt fast dieses Mal machen. Aber ich weiß nicht, ob ich euch das zumuten will, weil ich weiß nicht, ob ihr das so spannend findet, wenn ich jetzt hier so rumfahre und im Grunde eigentlich nur Ressourcen sammeln würde. Man will ja eigentlich schon ein bisschen was in der Storyline mitbekommen, ne? Okay, ich habe den Eindruck, ich muss doch wieder irgendwie da runter. Können Sie sich vorstellen, was für Heizkosten wir hätten, wenn wir uns hier ansiedeln würden? Wäre auf jeden Fall spannend. So. Jetzt habe ich ihn erstmal hier geparkt und wir gehen rein. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge mehr Munition. Also, es sollte nicht... Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Wie gesagt, bester Patch ever. Wenn man Sam einfach auch mal das Maul verbieten könnte in solchen Situationen. So als Motto, ich brauche nicht jedes Mal ein akustisches Update über die Außentemperatur. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Da hat's Gegner. Dann gucken wir mal, was jetzt hier die Sweeper anrichten kann. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Mhm. Hey, cool. Mir gefällt die Waffe echt. Genau zwischen die Augen. Ich hab da einfach durchgeschossen. Soll das so sein? Die Temperatur liegt im normalen Bereich. Ey, ganz im Ernst, die Waffe gefällt mir. Das ist eine 5er-Salve, die beinahe wegholzt. Ich glaube, das ist ziemlich stark gegen, Schilde. Kann ich mir gut vorstellen, aber wird sich noch zeigen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, ja. So, jetzt sind wir auf der Ebene, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs.
Wer hat sich das ausgedacht? Arbela zufolge könnten an Orten wie diesem angaranische Artefakte zu finden sein. Wir sollten ihn durchsuchen. Das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Moment. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Das ist irgendwie... Komm ich da vielleicht irgendwie durch? Lebenserhaltung wiederhergestellt. Na? Okay, gut. Irgendetwas. Ach, da! Da! Das scheint angaranisch zu sein, aber ich finde keine Daten darauf. Vielleicht weiß Abela mehr darüber. Ab in den Frachtraum damit. Entschuldigung, ja. Ab in den Frachtraum damit und wir müssen... dann hier hinschauen. Oder? Wir sind jetzt, glaube ich, hier schon fertig. Ja, hier ist nichts mehr zu machen. Das heißt, wir können uns eigentlich schon wieder von Volt vom Acker machen. Und müssen... oder können... nun die andere Mission in Angriff nehmen. Die auf... Kadara, oder wie der Planet heißt. Ressourcen werde ich ein anderes Mal sammeln. Vielleicht machen wir da einfach mal eine reine Ressourcensammelrunde, aber... ja, also ich kündige die jetzt, glaube ich, sogar schon relativ bald an. Die werden wir relativ bald machen, wenn wir von diesem anderen Planeten runterkommen, also in 20 Folgen oder so. Oh, Mann, oh Mann, da geht auch schon wieder ein Monat dahin, ne? Jarl hat gesagt, er würde sie gerne sehen. World Orbit ist stabil. Was, Jarl will mich sehen? Oh Gott. Ach so, und Pibi wollte ja auch mit mir auf der Krankenstation reden. Ach, scheiße. Nichts da. Hier wird nicht gelinst. Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt, ich versuche es. Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Also danke, dass Sie dieses bedeutende Stück Reltec geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Ich kann nicht anders. Ich bin von Natur aus neugierig. Und ich bin mir sicher, die Crew möchte einfach nur Freundschaft schließen. Neugier ist gut. Sie steigert die Vorfreude. Und das mit der Freundschaft überlasse ich Ihnen. Das ist nichts für mich. Was? Hören Sie, es ist bestimmt schwierig, der Pathfinder zu sein und trotzdem nicht alles wissen zu können. Aber es gibt so vieles, was niemand außer Ihnen vollbringen kann. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass Sie absolut einzigartig sind. Sie haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Stimmt, aber ich habe eine lebhafte Fantasie. Und ich freue mich darauf, mehr zu erfahren. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Ist okay, Pibi. Ja Gott, ist schwierig, die anzubaggern. Sehr, sehr schwierig. Wo war Jarl? Jarl war doch irgendwo normal. Sie haben neue Post- und E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Ja, ich komme auch gleich noch zur Krankenstation. Meine Fresse. Jarl? Sie reden nicht mit mir? Schon okay. Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, was Sie gerade empfinden. Ich... gehe wieder. Nein. Sie haben die Moschei gerettet. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Ich bin nicht nur knallhart. Ich habe auch eine starke Schulter. Das ist sehr freundlich. Sie sind sehr freundlich. In Zeiten wie diesen vermisse ich meine Familie besonders. Stehen Sie Ihrer Familie nahe? Sie reden viel über Familie. Wirklich? Das gehört wohl einfach zu unserer Kultur. Unsere Familien sind groß und wir teilen unsere Eltern mit der Gemeinschaft. Wir alle haben viele Mütter. Meine Familie ist klein. Und stehen Sie ihr nahe? Leider nicht wirklich. Meine Familie ist kompliziert. Es gibt dazu nicht viel zu sagen. Okay. Diese zufällige Ansammlung von Tempest-Sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine Familie. Stimmt.
Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Aber hier ist das anders. Was ist mit dem Widerstand? Mein Platz im Widerstand entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber dieses Kind auf Aya hat zu Ihnen aufgeblickt. Schon. Aber Sie werden etwas wirklich Wichtiges vollbringen, Ryder. Das spüre ich. Und genau hier gehöre ich hin. Sie sind eine Bereicherung für das Team. Danke. Ich freue mich schon auf weitere Abenteuer. Alles klar, gut. Dann haben wir jetzt mit ihm geredet. Jetzt muss ich nochmal irgendwie auf die Krankenstation. Wie kam ich nochmal zur Krankenstation? Warte mal, kann ich da einfach runterspringen? Natürlich nicht. Och, komm, ey. Ja, dann muss ich halt hier so runter. Ja, wir werden gleich weitergehen, Leute. Oh Gott, wie lange brauchen der? Wie so ein alter Mann. Ich habe auch noch irgendwelche E-Mails. Die kann ich auch noch abholen. Ich weiß. Ah, Ryder. Entschuldigen Sie die Sauerei. Wer ist Ihr Freund? Ein aufgestiegener Cat. Ich habe Joel Bescheid gegeben, um ihm zu zeigen... Oh, da ist er ja. Joel, sehen Sie sich das an. An ihm ist nichts Angaranisches mehr. Die körperliche Erscheinung kann täuschen. Ich habe hunderte Tests durchgeführt. Es sind nur noch minimale Spuren des angaranischen Genoms vorhanden. Die Aufgestiegenen sind Cat. Es muss irgendeinen Weg geben, sie zu heilen. Wie machen die das jetzt mal so rein biologisch? Sorry, aber wie vernichten die Genome? Das ist immer fragwürdig. Alles ist möglich. Wir müssen es nur weiter versuchen. Ja, selbst aus Fehlschlägen können wir lernen. Danke, Ryder. Gerade aus Fehlschlägen lernt man. Was denn? Joel muss akzeptieren, dass der Aufstieg unumkehrbar ist. Sie verstärken seinen Schmerz nur noch. Das wissen wir aber nicht. Wir kratzen doch gerade erst an der Oberfläche dessen, wozu die Cat fähig sind. Die Aufgestiegenen sind neue Wesen. Es ist mehr als eine Verwandlung. Es ist eine Geburt. Es gibt kein Zurück. Joel ist Teil dieser Crew. Sein Wohlergehen liegt in meiner Verantwortung. Ja, aber wir haben es hier doch mit jede Menge Space Magic und Relikten zu tun, die magische Dinge tun, die niemand erklären kann. Also warum sollte es nicht auch da eine Lösung geben? Meine Meinung. Ich weiß, dieser Job kam für Sie überraschend. Aber Sie füllen ihn mehr als aus. Und Sie haben sogar Ihr Cat-Exemplar bekommen. Das stimmt. Und Ihre Körper unterscheiden sich von allem, was ich kenne. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelangen Genraubs und forcierter Evolution. Es ist natürlich grauenhaft, aber auch faszinierend. Ich bin froh, dass Sie sich so gut eingewöhnt haben. Tja, mir blieb ja wohl nicht viel anderes übrig, oder? Ich sollte hier vielleicht sauber machen, bevor er zu riechen beginnt. Hat sie da gerade eben wirklich einen Ansatz von Lächeln gezeigt? Irgendwie creepy. So, E-Mails abholen und dann wird geflogen. Können wir reden vor der Kamera? Okay, die möchte wieder mit uns reden. Update zu Jal. Hallo Ryder. Ja, kommen Sie mit Jal. Ich hoffe ja, dass ich immer noch mal endlich diese blöde E-Mail bekomme von diesen Anti-KI-Rebellen. Hoppala. Das persönlich würde ich mal toll finden. Und hoch mit uns. Hopp, 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 hopp. Jetzt können wir endlich dahin, wo ich hin will. Also, Kellow, Moment. Wer ist diese Frau, mit der ich Sie ständig auf der Nexus sehe? Was? Wer? Sie sind immer knapp an Credits, wenn wir zurückkommen. Ist sie der Grund dafür? Es ist kompliziert, Suvi. Volt Orbit ist stabil. So, dann können wir aus von Volt direkt mal weg und springen nun hier hin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir dieses, ich nenne es jetzt mal Mutterschiff der Cat mit dem Archon. System, Uvorkam. Wir nähern uns Kedera. Was wissen wir über diesen Ort? Archon. Abgesehen davon, dass er eine Zuflucht für Exilanten von der Nexus ist. Eine Gruppe von Exilanten, die sich die Verbannten nennt, hat Kedera Port von den Cat befreit. Bis vor kurzem hatten sie die absolute Kontrolle.
Aber jetzt ist eine neue Gang aufgetaucht, das Kollektiv. Sie sind zwielichtige Bastarde, angeführt von einem Unbekannten, den man den Scharlatan nennt. Tja, mit ein wenig Glück sind sie so beschäftigt damit, sich gegenseitig zu erschießen, dass sie uns überhaupt nicht bemerken. Na großartig. Noch mehr unfreundlich, diesmal sogar von unserer eigenen Spezies. Erhalte Scan-Daten. Oder zumindest teilweise von unserer Spezies. Wir scannen erstmal das gesamte Sonnensystem natürlich. Wieder irgendwelches Gedöns bekommen von diesem Schiffswrack. Vielleicht finden wir noch irgendetwas Wichtiges, Informatives, was von Wert. Ich weiß es nicht. Schildkonzentrationseinheit oder was auch immer das gerade eben war. Anomalie auf den Sensoren. Ja, dann gucken wir doch mal, was das von der Anomalie ist. Da. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Ein Berg. Wow! Wir haben einen Berg gefunden und dafür gibt es Erfahrung. Meine Güte, so das gibt es ja auf Planeten ja auch gar nicht, ne? Dichte und radioaktive Metalle erschweren den Scan einiger Teile von Minen enorm, blablabla, voller wertvoller Materialien und so weiter und so fort. Dafür gibt es 270 XP. Ist klar. Warum wir da jedes Mal persönlich hinspringen müssen, verstehe ich nicht. Warum man das nicht mit einer Sonde machen kann, ne? So grundsätzlich. Der vorletzte Planet, bevor wir dann zum richtigen Planeten springen. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ja, groß. 50, wisst ihr. Also 50 Mineralien. Großes Mineralienvorkommen auf diesem Planeten. Und davon kann ich wahrscheinlich 2 Rüstungsteile bauen. Hose und Handschuhe oder so. Wow. Wir haben so eine Materialverschwendung. deswegen, wir sind gar nicht freiwillig gegangen. Ich glaube, wir wurden einfach aus der Milchstraße rausgeworfen, weil wir die größten Materialverschwender der gesamten Citadel waren. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Eine Ansage an alle eintreffenden Schiffe. Der Hafen ist eine Waffenstillstandszone. Auf Befehl von Sloan Kelly. Sie war Leiterin der Nexus-Sicherheit. Seien Sie auf alles vorbereitet und halten Sie die Kommunikationskanäle offen. Wir sollten bald etwas von unserem Kontakt aus dem Widerstand hören. Was ich übrigens geil finde, guckt euch das mal an. Da drüben haben wir ein schwarzes Loch, das sich im Todestanz, genau genommen, der Todestanz ist nicht für das schwarze Loch, sondern für den Stern daneben, für diese Sonne, befindet. Das wird wahrscheinlich früher oder später einfach geschluckt werden. Landung. Krasses Bild, ey. Wir werden gerufen. Ich stelle durch. Es gibt neue Entwicklungen hinsichtlich des Spions Vane Tariff. Kommen Sie ins Krala Song. Ihr Kontakt nennt sich Shayna. Shayna. Alles klar. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch schwerer als vorher gedacht. Oh, das hat aber nicht viel Platz, um da so zu landen. Hohoho. Das nenne ich mal ein Willkommen. Hallöchen. Die Exilanten haben dazugelernt. Das ist ja mal. Ich übel für ein paar Typen, die mit leeren Händen von der Station geschmissen wurden. Ich sehe nur die Leichen, die sie hinterlassen haben. Unser Lieferant wartet. Los jetzt, wir kommen noch zu spät. Will ich es überhaupt wissen? Nein.
Oh je, Mine. Nee, also ganz im Ernst, ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch nicht, also, was diese Typen angeht, manche von denen scheinen echt mies zu sein. Was ist das? Hä? Wie lange dauert denn das? Krass, ey. Wo bin ich hier? Die Docks. Offensichtlich ist das hier... Ups. Also ich habe gerade eben verflucht lange gebraucht, um diese Tür zu öffnen, ne? Wir nutzen wahrscheinlich noch veraltete Codes, mit denen wir nichts anfangen können. Mein Universalwerkzeug. Dauert das jetzt hier wieder so lang? Boah, sag mal. Das ist ja wirklich elendig lang. Und jetzt haben wir übrigens auch die Feuerwehr, diese E-Mail da gerade eben bekommen gehabt. Die habe ich oben rechts einblenden sehen. Wie sollen wir da draußen überleben? Nicht mein Problem. Sie sind nicht besser als die Nexus. Geben Sie uns nicht die Schuld daran, dass Sie Ihre Schutzgebühren nicht bezahlen können. Sloan leitet keine verdammte Wohltätigkeitsorganisation. Schutzgebühr, aha. Was? Ihr seid doch echt Wichser, ey. Was machen Sie mit diesen Leuten? Ruhe jetzt! Nichts, womit sie nicht gerechnet haben. In Port gibt's zwei Regeln. Keine Schusswaffen und du musst deine Schutzgebühren bezahlen. Schutzgebühren? Und was haben Sie dann in der Hand? Die Verbanden müssen sich nicht an die Regeln halten. Sie müssen sie nur durchsetzen. Falls Sie damit ein Problem haben, können Sie sich diesen Arschlöchern anschließen. Pathfinder. Es dürfte schwierig werden, den Spion zu finden, wenn man sie aus der Stadt verweist. Das ist wohl richtig. Was war das? Nichts. Ich gehe dann mal. Idiot. Das sagt ausgerechnet sie. Ich sehe hier nur eine Ansammlung von Idioten, die unschuldige Unbewaffnete verprügeln. Wisst ihr? Und ich bin hier der Idiot. Ich bin wahrscheinlich deswegen der Idiot, weil ich euch nicht einfach direkt über den Haufen schieße. Ich glaube, das... Damit komme ich klar. Aber ich habe auch gerade leider keine Waffe dabei. Boah, wie lange dauert das denn hier? Ein Club. Da oben sind auch Leute. Ich will mich erstmal kurz umschauen, bevor ich jetzt hier labere. Rekrutiere des Kollektivs. Das sind Asari, da sind Turianer. Wer bist denn du? Pathfinder! Sind Sie vielleicht an den Diensten des Kollektivs interessiert? Woher wissen Sie, wer ich bin? Das Kollektiv legt großen Wert darauf, über alle wichtigen Ereignisse und Personen in Helios Bescheid zu wissen. Das klingt eher nach Informationsmaklern als nach Piraten. Das eine schließt das andere nicht aus. Wer ist der Scharlatan? Es scheint niemanden zu geben, der mir darauf eine klare Antwort geben kann. Der Scharlatan ist unser Anführer und eine Privatperson. Selbst ich bin ihm noch nie persönlich begegnet. Sie nehmen Befehle von jemandem an, den Sie nicht kennen? Ich bin einigen seiner Vertreter begegnet. Leuten, die im Namen des Scharlatans sprechen und seinen Willen umsetzen. Aber wer auch immer der Scharlatan ist, ob Mann oder Frau, er versorgt uns. Mit Informationen, Unterstützung, Ressourcen. Und das genügt mir. Mir ist nicht ganz klar, was das Kollektiv eigentlich ist. Verständlich, denn wir haben viele Facetten. Stellen Sie sich uns als Dienstleister vor. Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden. Selbst wenn es darum geht, andere zu töten und zu bestehlen. Überleben ist ein schmutziges Geschäft, Pathfinder. Im Gegensatz zu den Verbanden sind wir jedoch nicht von Hass getrieben. Ich bin mir sicher, der Scharlatan wäre durchaus bereit, mit der Nexus zusammenzuarbeiten. Sofern sich die Initiative als vernünftig erweist. Ihr seid also im Grunde einfach nur Mafiosis, ne? Mal angenommen, ich würde mich Ihrer kleinen Gang anschließen wollen. Wie würde ich das anstellen? Sie sind zwar deutlich berühmter als unsere üblichen Mitglieder, aber die Entscheidung, wer sich uns anschließen darf, liegt alleine beim Scharlatan. Wenn Sie Potenzial haben, wird unser Anführer an Sie herantreten. Üblicherweise geschieht das durch einen seiner Vertreter. Und dann? Für einige war es das schon. Andere müssen möglicherweise eine Prüfung bestehen. Es ist bei jedem Rekruten anders. Ich wette, wir müssen natürlich eine Prüfung bestehen, weil wir ja so mega sind. Was genau geht zwischen dem Kollektiv und den Verbanden eigentlich vor? Offiziell überhaupt nichts. Und inoffiziell?
Wir stecken unsere Grenzen ab, Pathfinder. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Okay, interessant. Danke für Ihre Zeit. Gerne, Pathfinder. Nichts zu danken. Aber warum nennt sich überhaupt jemand der Scharlatan? Also ganz im Ernst, selbst wenn ich jetzt eine Mafia-Organisation hochziehen würde, ich würde mir nicht so einen Spacko-Namen geben. Das ist ja einfach nur Banane. Hey! Leck mich! Wer trinkt, bezahlt auch! Ich sagte... Zahlt also doch. Sie warten bestimmt auf jemanden. Ja, Prost. Für einen Drink ist noch Zeit. Shena. Aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären Angaranischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Vane Tereth wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbanden, verhaftet. Jeder weiß, was er Moshai Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung. Und Sloane ist eine Frau des Volkes. Ich mag sie jetzt schon. Nun, sie mag sie aber nicht. Sie kennt mich doch gar nicht. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird ihnen Vane nicht einfach überlassen. Ich hoffe, wir werden uns einig. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Okay. Jeder hat seinen Preis. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schief läuft? Er wird uns finden, ich sehe schon. Hey, die Rechnung. Stimmt so. Dachte ich mir. Boah, ey, ich habe echt das Gefühl, dass hier wirklich die größten Wichser aus der Initiative sich hier wirklich abgesetzt haben. Und die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, warum hat man diese Pappnasen alle vor uns aufgetaut, sodass hier quasi diesen Kindergarten-Revolten-Spielplatz überhaupt erst aufziehen können? Das ist ja mal echt, fragwürdig. Und war, oh, diese Türen. 1000 Jahre zum Öffnen. Sam. Erzähl mir etwas über Sloane Kelly. Bevor sie sich der Initiative als Leiterin der Nexus-Sicherheit anschloss, diente Miss Kelly in der Allianz. Ihre Akte aus dieser Zeit ist nahezu makellos. Nahezu? Sie war an mehreren Auseinandersetzungen mit anderen Offizieren beteiligt. Sie ist also ein Hitzkopf. Na toll. Das ist jetzt komisch, wenn sie... Also sie ist vielleicht ein Hitzkopf, aber sie, wenn es nahezu makellos ist, also ganz im Ernst, das finde ich jetzt interessant, dass sie dann tatsächlich hier die Initiative verlässt. Was habe ich denn da irgendwo? Hä? Das ist ein Terminal, was... Häftlingsakte, Angara, Salarianer, irgendwelche Knastis, okay. Modell eines Kettjägers. Cool, kann man einsammeln. Ja, lustige kleine Sammelobjekte gab es ja in den alten Mass Effect-Teilen auch schon. Wir gehen jetzt mal direkt hierher. Gehen Sie weiter. Ach, die Tür geht gleich auf. Hey. Verstärkt hier und hier die Verteidigung. Die Cat werden nicht mehr lange so ruhig sein. Was ist? Sie müssen Sloane Kelly sein. Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Vane Tereth. Klingelt da etwas? Was wollen Sie von ihm?
Und keine Lügen. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich brauche ihn, um auf ein Flaggschiff der Cat zu kommen. Sie scheinen die Cat nicht zu mögen. Ich tue Ihnen also einen Gefallen. Cordera ist ein Hafen der Angara. Sie wollen Vaynes Tod und ich will, dass Sie glücklich sind. Es geht hier um weit mehr als Politik. Sie brauchen nicht Vayne, sondern sein Wissen. Reden Sie mit ihm, bevor ich seinen Kopf aufspieße. Ich finde das nicht in Ordnung. Der Widerstand sollte über wen richten, nicht Sie. Mir fehlt die Zeit für eine Moraldebatte. Gehen Sie. Euer Hoheit. Gott, ist die unsympathisch. Sie sind hier nicht willkommen. Das hätte besser laufen können. Vielleicht hatte Mr. Vidal ja mehr Erfolg. Das ist ja eine richtig unsympathische Mistkuh. Ohne Witz, ey. Okay, wir müssen jetzt hier mit dem da reden. Race, wieder. Pathfinder, hier drüben. Ja, ja, hab dich gesehen. Und? Haben Sie sich nett unterhalten? Ja, ich glaube, sie mag mich. Keine Sorge. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Lassen Sie mich raten. Es gibt einen Haken, richtig? Keinen neuen. Vergessen Sie nicht, dass Ephra Vayne lebend will. Wenn Sie drin sind, geben Sie ihm das. Es wird sich durch alles fressen, worin Sloane ihn gefangen hält und kann nicht zu uns zurückverfolgt werden. Ein Agent des Widerstandes wird warten und Vayne aufsammeln. Hoffentlich sind Vaynes Informationen die Mühe wert. Das müssen Sie dann beurteilen, nicht ich. Um die Ecke ist ein Wartungsschacht. Ich schicke Ihnen den Zugangscode auf Ihr Universalwerkzeug. So kommen Sie rein. Der Rest sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein. Was? Jetzt kann ich ihn auch noch anflirten. Nein, will ich nicht. Die Zusammenarbeit mit Ihnen war aufschlussreich. Nicht nur für Sie. Kommen Sie ins Tartarus, wenn Sie fertig sind. Die erste Runde geht auf mich. Versprochen. Dann darf ich bestimmt auch wieder zahlen. Irgendwo da hinten geht's weiter. Komme ich da lang? Jawohl. Eine Konsole. Holla die Waldfee. Das scheint der Wartungsschacht zu sein, den Reyes erwähnt hat. Okay, dann geben wir mal den Zugangscode ein. Sieht aus, als führt er zu einem Lagerraum. Sam, ist da oben jemand? Keine Wärmesignaturen geortet. Sie können den Raum betreten. Dann? Ja, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, eine Maschine ist oder eine Kamera, die hat ja nicht unbedingt eine Wärmesignatur. Was wollen Sie? Das Schiff des Archons. Wo ist es? Eine neue Verhörtaktik? Fällt Sloane dir nichts Besseres ein? Vergessen Sie Sloane. Ephra schickt mich. Wenn Sie mir helfen, kann ich Sie zum Widerstand zurückbringen. Wo ich wieder in einer Zelle lande. Irgendwas ist ja immer. Und ich glaube, es ist besser, als den eigenen Kopf abgeschlagen und irgendwo aufgespießt zu sehen. Vayne, Sie haben die Moschei verraten. Was erwarten Sie denn? Naja, zumindest richtet der alte Mann niemanden hin. Das Schiff des Archons, wo ist es? Weiß ich nicht. Die Befehle kamen über einen Cat-Transponder. Sie könnten allerdings eine Frequenz nutzen, um den Archon zu finden. Haben Sie ihn? Nein, ich habe ihn außerhalb der Stadt vergraben. Er müsste noch dort sein. Das ist Ihr Weg hier raus. Ein Widerstandskontakt erwartet Sie. Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich die Moschei verraten habe? Oh, doch, eigentlich schon. Klären Sie mich auf. Wir verlieren den Krieg gegen die Cat. Und dennoch bringt Ephra mein Volk in Gefahr, um eine nutzlose alte Frau zu beschützen. Also haben Sie etwas unternommen. Ich nahm ihm die Entscheidung ab. Der Archon wollte nur die Moschei.
Ich dachte, wenn ich sie opfere... Ich wusste nicht, was die Cat meinem Volk angetan haben. Ja, er ist leider drauf reingefallen. Er hat eine Fehlentscheidung getroffen. Er ist zwar trotzdem immer noch ein Verräter, aber er wollte sein Volk nicht verraten. Er wollte es retten. Der Archon hat ihren Groll auf Aphra ausgenutzt. Wäre Aphra ein besserer Anführer? Wie auch immer. Jetzt trage ich die Konsequenzen. Ja, also Aphra ist wirklich kein guter Anführer, das haben wir schon mal festgestellt, ne? Pathfinder. Der Kommunikator ist außerhalb der Waffenstillstandszone vergraben. Ich empfehle Ihnen, ein Team dorthin mitzunehmen. Vetra, Drak, sind Sie zurück von... was auch immer Sie gemacht haben? Ja, unser vollkommen legales Geschäft ist ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Es hat eben Vorteile, einen Kroganer dabei zu haben. Sagen Sie Gil, er soll den Nomad-Start klar machen. Ich muss zu einem Ort außerhalb der Stadt. Huch, was ist denn da los? Scharlatan hat wieder zugeschlagen. Wenn Sie möchten, könnte ich eine Analyse des Verstorbenen durchführen, Pathfinder. Ja, gerne. Er ist ein Angara. Sowohl im Gesicht als auch am Bauch finden sich mehrere Schnittwunden. Noch eine Leiche. Für diesen Scheiß zahlen die mir nicht genug. Es gab mehr als einen Mord? 7, wenn ich richtig gezählt habe. Aber das ist alles, was ich weiß. Vielleicht hat ja Mr. Vidal weitere Informationen, Pathfinder. Oh Mann, oh Mann. Mit irgendjemand kann ich jetzt über die Morde reden. Wahrscheinlich muss ich dann dafür rein. Das machen wir doch ganz, ganz schnell. Ende dieser Folge. Dann können wir nämlich dann in der nächsten Folge dann endlich rausgehen und wieder kämpfen. Ach so. Der Path. Ah, oder auch jetzt gleich. Jetzt bin ich halt echt hin und her gerissen. Aber ich möchte die beiden jetzt mitnehmen. Zumindest von Anfang. Ich kann das ja später immer noch ändern. Ui, das lädt aber lang. Überraschend lange. Normalerweise... Ah, jetzt. Da sind wir. Welten zur Prüfung finden. Also ich glaube, hier werden sehr viele sehr unfreundliche sein. Was? Unbekannter Organismus. Eine Art Pilz. Was? Da war doch auch wieder irgendwas. Hä? Ein Geysir! Das wird mir gar nicht so angezeigt. Das ist einfach nur... witzig. Wie weit ist denn das weg jetzt hier? Geht eigentlich. Da ist auch jemand, mit dem ich reden kann. Eine Stadt unter einer Stadt. In ihrem Zentrum liegt das Tartarus. Ein Nachtclub. Reyes sagte, dort wäre er zu finden. Okay. Das ist interessant. Also die haben ja wirklich... in Frachtcontainern? Knallharte Slums. Also so geht's dir also, wenn du die Initiative verlässt. Ganz im Ernst, dann bin ich dann doch lieber so ein bisschen in der Kryokapsel, oder? Ach, da drin. Hallo, Dr. Nakamoto. Es tut mir leid. Ich möchte dich ansprechen. Hallo? Boah. Sie sehen ziemlich gesund aus. Was ich über meine üblichen Patienten nicht gerade sagen kann. Ich habe meine eigene Ärztin. Mein Name ist Ryder. Ich bin ein Pathfinder. Es hat also einer überlebt? Wir hätten sie gut brauchen können, als wir nach Helios gekommen sind. Dr. Ryota Nakamoto. Ich habe früher als Arzt für die Verbanden gearbeitet. Aber ich habe gekündigt, als Sloan einen medizinischen Durchbruch in eine Droge verwandelt hat. Was hatten Sie denn erwartet? Sie ist eine Kriminelle. Sie war nicht immer so.
Das Leben nach der Nexus hat uns alle verändert. Als wir nach Kedera kamen, habe ich einen heimischen Bakterienstamm entdeckt, der ähnliche Eigenschaften aufweist wie Penicillin. Das ist ja fantastisch. Ja, das war es. Bis ich festgestellt habe, dass das Medikament in großen Dosen zu Abhängigkeit und Halluzinationen führt. Ich habe Sloan meine Bedenken mitgeteilt. Aber alles, was sie interessierte, war die Möglichkeit, Profit zu machen. Oh Mann. Sie nannte die Droge Oblivion. Leider gibt es nur einen Weg, sie aufzuhalten. Wir müssten meine Formel stehlen. Das werden wir tun. Und ganz im Ernst, warum müssen sie immer so einfallslose Drogennamen machen? So Oblivion. Dadurch würden wir Sloan nur verärgern. Es ist mir völlig egal, wie sie sich fühlt. Leute sterben. Und meine Arbeit ist schuld daran. Ich frage sie das nur sehr ungern. Aber die Formel ist in meinem alten Labor. Könnten Sie sie zurückholen? Ich kann nicht kämpfen. Sonst würde ich es selbst machen. Ich kann nichts versprechen. Aber ich werde sehen, was ich tun kann. Das werden wir höchstwahrscheinlich tun. Aber frühestens in der nächsten Folge, liebe Leute. Wir gehen jetzt dieser Mission nach. Ah, Scheiße. Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Was? Scheiße. Das tut verdammt weh. Wow. Sehr toxisch. Gut, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Wie gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.